Donnerstagabend und Eintracht Frankfurt muss ein 4:2 gegen Benfica Lissabon aufholen und die Gäste starteten hier mit diesem Konter gut in die Partie. Frankfurt klar musste viel riskieren, dadurch die Defensive etwas vernachlässigen. Ein 2:0 würde aber reichen, dank der zwei Auswärtstore, die sie in Unterzahl noch erzielen konnten. Paciencia, der Portugiese ausgerechnet, er hielt ja die Frankfurter dadurch im Turnier. Wunderbarer Ball jetzt für Frankfurt, für Mijat Gacinovic und der muss es hier gegen Odysseas Vlachodimos eigentlich zum 1:0 machen. Diese Chance muss er einfach verwandeln. Der Ex-Stuttgarter mit einer richtig guten Entwicklung. Der anschließende Eckstoß von Rode reingebracht, erstmal geklärt, trotzdem blieb Frankfurt weiterhin dran. Dann Touré zu Jovic, der wird nicht richtig angegriffen und dann wieder Vlachodimos, der sich hier auszeichnen muss. Das 1:0 mittlerweile wäre durchaus denkbar gewesen und Jovic zeigt hier seine Qualität, zieht den Ball zurück mit dem linken Fuß und dann wuchtet er ihn aufs kurze Eck, aber da ist der Ex-Stuttgarter eben da. Aber nochmal die Frankfurter. Sie gaben sich allein im ersten Durchgang nicht zufrieden mit diesem 0:0. Mijat Gacinovic mit dem Kopfball. Aber der war dann eben nicht platziert genug und nicht mit genug Wucht. Weiterhin nur Frankfurt. Nach dieser einen Möglichkeit gab es nichts mehr für die Gäste aus Lissabon zu holen. Kopfball von da Costa gegen die Laufrichtung. Eigentlich alles richtig gemacht, aber wieder die Parade. 45 Minuten waren dann gespielt, ein 0:0. Rebic konnte sich noch nicht wirklich in Stellung bringen, nicht zur Entfaltung kommen. Im zweiten Durchgang sollte das anders werden. Jetzt mussten die zwei Tore langsam aber her und bloß keins kassieren, ansonsten bräuchte man drei. Cervi ist das dann der Abschluss, aber von Kevin Trapp überragend pariert. Und auch er hat einen Anteil daran, dass sie noch im Spiel sind, verhinderte im Hinspiel das 5:1. Jetzt die Frankfurter mal wieder nach vorne. Da Costa hat die Übersicht. Rebic kommt nicht durch und dann war es erstmal wieder geklärt. Es war zum Verzweifeln. Weiterhin 0:0. Der Druck wurde nun aber von den Eintracht-Spielern noch weiter erhöht. Dann Fehler von Ruben Dias in der Bewegung nach vorne. Gacinovic schickt Luka Jovic und das 1:0 in der 60. Minute war schon mal geschafft. Halbe Stunde Zeit also noch für Frankfurt, die kleine Sensation zu schaffen. In diesem Stadion mit diesen Fans ist das alles andere als unwahrscheinlich. Nur muss man hinten die Kiste nun auch dicht halten. Sie blieben aber weiterhin dran und schafften die perfekte Balance zwischen Defensive und Offensive. Nun wieder die Frankfurter. Danny da Costa und Jovic in die Arme des Lissabonner Schlussmanns. Es lief die Schlussviertelstunde. Sebastian Rode mit der guten Übersicht. Danny da Costa, Fernandes, Danny da Costa. Und da fehlen wieder nur einige wenige Zentimeter. Langsam wurde es hektisch. Klar, die Zeit wurde immer enger, lief gegen die Gastgeber. Trotzdem blieben sie ruhig. Eintracht Frankfurt, Fernandes im Offensivspiel perfekt gesehen und Danny da Costa mit dem 2:0 in der 77. Spielminute stand jetzt die Frankfurter weiterhin im Wettbewerb und damit sehen sie sich im Halbfinale. Klasse gemacht von Fernandes, die Übersicht bewahrt und Danny da Costa wuchtet den Ball oben links rein und von Lissabon, die jetzt stehen K.O. waren, in der Defensive natürlich viel arbeiten mussten, dem Ball viel hinterher liefen, kam nach vorne nichts mehr. Stattdessen nochmal die Möglichkeit für Kostic, der an die Latte, Jovic in die Arme des Keepers. Das war die letzte Szene und Frankfurt schafft es damit weiterhin den Traum der Sensation des Europapokalsieges bestehen zu lassen. Frankfurt gewinnt hochverdient mit 2:0, schaltet damit die Portugiesen aus. Und nach dem 4:2 in Lissabon konnten sie wieder beweisen, was für eine Qualität und Mentalität hinter der Elf von Adi Hütter steht.
Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten schaut auch noch bei der Champions League rein oder bei anderen Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.